Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr so ein cooles Windows Theme installieren könnt. Ja, als erstes braucht ihr mal den Universal Theme Patcher. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Dann gibt es diese zwei Dateien und noch drei andere Dateien, aber die brauchen wir nicht. Als erstes mal hier den Patcher und den anderen. Der eine ist für die 32-Bit-Version und der andere für die 64-Bit-Version. Wenn ihr nicht wisst, welches Betriebssystem ihr habt, also welche Bit-Version, müsst ihr einfach auf Windows gehen, auf Computer, Rechtsklick, Eigenschaften. So, hier sehen wir jetzt 64-Bit-Version, also ich habe eine 64-Bit-Version, bei euch wird dann vielleicht was anderes stehen und ja. Wenn ihr das dann geguckt habt, könnt ihr einfach hier den Universal Theme Patcher für 64-Bit-Version öffnen. Wichtig ist, als Administrator müsst ihr das öffnen, sonst geht das nicht. Hier wählt ihr dann Englisch aus, klickt auf OK. Und hier steht jetzt drei müssen gepatcht werden, also wurden gepatcht schon, aber bei euch wird stehen müssen noch nicht, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt. Und dann müsst ihr einfach auf Patch, OK, Patch, OK, Patch, OK klicken. Ich habe das jetzt schon. Und als letztes wird er euch dann noch fragen, ob ihr den PC jetzt einmal neu starten wollt. Da müsst ihr dann auf Ja klicken. Ich mache das jetzt nicht, weil ich das schon gemacht habe. Und als nächstes müsst ihr euch dann ein beliebiges Windows Design runterladen. Hier den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Und hier könnt ihr euch irgendeins aussuchen. Ich empfehle, also ich finde am besten das Shine 2.0. Da müsst ihr einfach hier runter scrollen auf Show More. Hier noch ein bisschen runter scrollen. Noch ein bisschen runter scrollen, noch ein bisschen runter scrollen. Und hier steht dann Shine 2.0. Vor Windows 7 halt. Müsst ihr raufklicken. Kurz warten und hier dann auf Download File. Dann habt ihr das. Und das könnt ihr mal öffnen. Und jetzt ist hier ein Ordner drin, den könnt ihr auch mal öffnen. Und hier könnt ihr jetzt auswählen, was ihr nehmen wollt. Ich würde hier auf Left klicken oder Right oder Top halt. Bei mir sind da jetzt keine Sachen mehr drin, weil ich das nämlich alles schon rausgezogen habe. Als nächstes gehen wir mal auf Start, Computer, lokalen Datenträger C, auf Windows. Hier suchen wir jetzt nach Resources, gehen auf Themes und hier seht ihr, sind die bei mir schon drin. Bei euch sind die höchstwahrscheinlich noch nicht drin. Und ja, jetzt zieht ihr einfach da rein und als nächstes könnt ihr einen Rechtsklick auf den Desktop machen, auf Anpassen klicken und hier seht ihr dann die neuen Designs. Bei manchen funktioniert es nicht, dass es jetzt direkt so läuft, aber ihr könnt einfach mal raufklicken und dann wird es automatisch so umgewechselt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, geht ihr einfach hier in den Ordner nochmal und klickt das beliebige, was ihr haben wollt, einmal an mit einem Doppelklick. Und schon wird das Design geändert. So, das war's eigentlich schon mit der Installation. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht und begründet bitte warum. Schreibt, was ich besser machen kann. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!